da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe wieder den Dommer dabei. Moin, moin. Und wir gucken uns an den guten Patrick mit Goblins gegen den Mark mit Death and Taxes. Mhm. Mono-Rot-Viole gegen Mono-White-Viole. Und Port beide. Und Port beide. Und Wasteland beide. Also, coolen One-Drop haben beide mit Mutti und mit dem... Die Mutti gegen den Lecky. Würde ich jeden Tag tauschen. Gewinnt die Mutti. Kommt drauf an, aber würde ich jeden Tag tauschen vermutlich. Dementsprechend. Ja. Ja, jetzt bin ich jetzt mal gespannt, ne? Wenn Goblins mit dem Muxus connecten kann. Ja, früher war das richtig gut, das Matchup für Death and Taxes. Dann hat Goblins eine ganze Menge Artefakt-Hate bekommen. Ja, stimmt. Und jetzt haben sie den Muxus. Die haben ja jetzt zwei Goblins mit Artefakt-Hate-Main. Maya ist niedrig. Oh, da hat wer. Genau, sie haben mehrere. Sie haben ja den einen Lord noch mit drin, den Trashmaster. Stimmt, ja, den Trashmaster. Und eben die Cruttermaker zwei Stück. Das sind schon mal drei Artefakt-Hate-Karten Mainboard. Ich meinte jetzt also Artefakt-Kreaturen. Also Kreaturen. Ja. Hier wird einmal das kurz umgeräumt, damit die Lebenspunkte nach unten gehen. Jo, 20 und 20, das passt noch. Da wird gemaligend. Ja, auf der anderen Seite ist ein Munition-Expert. Ja, es ist halt die Frage, wie gut Goblins jetzt noch ist mit dem Skyclave im Death and Taxes. Skyclave Operation, ja klar. Ich glaube halt, dass die Skyclave tatsächlich sehr langsam ist. Ja, wenn Goblins einen schnellen Start hinlegt, kann das... Kommt dann Lecky, Turn 1. Vermutlich. Wird auf Mountains gefetcht. Das ganze Goblin glitzert, außer die Duels, ich krieg zu viel. Ja, Stuntex glitzert auch komplett. Das ist ein richtiges Glitzer-Matchups, Leute. Holt eure Sonnenbrillen raus. I wear my sunglasses at night, bitch. Ja. Genau das. Wobei, ich glaube, so ein paar von den Fetchländern fehlen auch noch. Ich glaube, er hat noch nicht alle Fetchländer voll. Ich meine, das eine, was da oben liegt, hat keinen Shootings da. Das, nee, bis jetzt noch nicht. Ja, das ist ein Lecky. Ja, das ist ein Flicker-Wisp. Hat man das Removal auf der Hand? Ich glaube nicht. Hat man Muxus auf der Hand? Yes. Ja. Oh. Ja. Lecky. Shooter. 4, 5, 6. Es kommen alle Goblins ins Spiel. Ja, genau, von den obersten 6. Das ist halt. Und da ist jetzt der Lecky und die Matrone bei. Dann kriegt und man der noch Goblin, der auch noch 2-1-1er dabei hat, der Sling Gang. Ja. Sind das schwarze Goblins? Nee, es sind rote Goblins. Rote Goblins von TokusMTG.com. Ja, Schleichwerbung incoming. Ja. Uff, jetzt hat er den Matronenträger vergessen? Nee, hat er nicht. Also ist jetzt die Frage, was nimmt man dann? Irgendeinen Lord? Oder noch einen Muxus? Ich hätte jetzt noch einen Muxus gesagt. Ich würde wahrscheinlich auch einfach für noch einen Muxus gehen, gerade mit zwei von Stimmt, der Lord ist ja schon on board. Ja. Uff, ja. Du kannst nicht beide wegkriegen von den Leckys. Genau. Sehr schwer zumindest. Ach, bei der Hand mit Doppelflicker bis Blunt und Recruiter kann ich wahrscheinlich noch nicht mal einen loswerden. Das stimmt, aber du kannst jetzt gleich den Recruiter spielen, kannst dir eine Talia raussuchen und hast zumindest einen Erstschlagblocker und einen Blocker. Ja, dann haben wir immer noch das Problem, dass Muxus +1/+1 bekommt für jeden Goblin, der mit angreift. Ja, das ist auch eine Menge Damage. Dazu noch, jedes Mal, wenn ein Goblin stirbt, darf er einen Schaden schießen und er kann einen Goblin opfern, um einen Schaden zu schießen. Und da kommt noch ein Lecky. Das bedeutet, er hat auf jeden Fall... nächsten Muxus. 2, 4, 6, 8, 9... Er hätte auch noch tatsächlich knappe 18 Damage auf dem Board gehabt. Mann. Weil er die einfach sacken kann. Ist nicht ganz richtig. Es sind 17 Damage, weil den einen opfert er erst später. Ja, aber der Muxus hat ja halt... Ja, das war brutal, aber das zeigt halt, wie cool Muxus in diesem Deck tatsächlich ist. Ja, am Anfang haben wir alle so ein bisschen gelacht, so, 6 Mana Goblin, wer macht das schon? Der ist schon nicht so kacke. Haben ja auch alle rumgelacht wegen Kaskade into Tibalt, ne? Ja, das haben sie ja zum Glück geändert. Es war einmal. Es war einmal. Aber es ist auch so ein Goblins, ist jetzt auch so ein Deck, der durch eine Karte relativ gutes Game wieder hat. Genauso wie Elfen mit dem Lazarus Shepard. Genau, bei demselben Set, by the way. Ja. Super witzig daran einfach, dass Goblin war halt eh schon weiter vorne. Ja. Aber sie sind halt wieder nach hinten gekommen. Sie brauchen halt neue Karten.
Ja, das ist halt. Okay, wird nicht geportet. Dann ist da wahrscheinlich ein Swords to Ploughshares auf der Hand. Eine Mutti. Mutti. Boyash. Containment Priest. Und den kann den auch noch tot blocken. Look. Das ist ja widerlich. Das ist wirklich widerlich. Aber auch ziemlich gut. Containment Priest ist in dem Matchup halt richtig gut. Macht halt jetzt die eigene Edafiole ein bisschen kaputt. Ein bisschen sehr. Man kann natürlich auch versuchen, hier den Goblin-Spieler zu tricksen. Man kann den Angriff durchlassen gleich. Und wenn er was reinlegen möchte, wird es danach Exalt das. exiled. Da wird das Land geportet. Ja. Wenn Was hat direkt zwei jetzt? Mana benutzt für einen Shoot auf den, aber Schutz Oh, gegeben. ist die Frage, kann man jetzt noch irgendwie was? Naja, man könnte jetzt halt noch Damage schießen, je nachdem kann man eben jetzt hier mit angreifen, ein Damage bekommen. Und hier wird was reingelegt, hier wird was reingelegt. Yes! Dun, ab ins Ab ins Exile. Exile damit. Wunderschön. Das ist dann halt auch so bitter. Ja, das tut weh. Da ist eine Jitte. Das ist noch viel bitterer. Ja. Das ist ganz gut. Dafür, dass man nur auf zwei Mana agiert als der Texas-Spieler, kommt da halt einiges bei rum. Der Goblin-Spieler hat auf jeden Fall noch mindestens ein Land auf der Hand. Ich habe noch ein Duel gesehen. Auch wenn die hier schwieriger zu spotten sind, weil schwarzer Rahmen. Und das nicht durch schwarze Ränder, Blackbordered Hüllen. Sleeves, nein, keine Blackborder-Sleeves. Ja, jetzt ist die Frage, was machst du als Goblin-Spieler? Nicht mehr so viel, glaube ich. Also Schwierig, gefühlt. man könnte halt noch den Artefakt-Zerstörer-Lord bekommen, der ganz nett ist. Aber sonst wird es alleine durch die Mother ziemlich schwierig. Ja, du musst jetzt halt zwei Removal haben in einer Ja. Runde und Ja. dann mit dem Lecky connecten. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall zwei Handkarten, die was gegen den Containment Priest machen. Ja. Schwierig, schwierig Ja, und wenn tatsächlich. der Containment Priest weg ist, ist ja die Älterweil auch wieder aktiv. Das heißt, da Ja. kann auch jeder irgendwas kommen und wenn du eine Flicker-Wisp bist. Ja, sehr gefährlich und tatsächlich auch ein sehr cooler Board-State. Ich mag solche Board-States. Hast du halt ganz oft bei diesen Creature-Based Matchups halt. Ja. Und, da ist ein Duel. Da ist ein Skurg-Prospector auf der Hand. Das andere konnte ich noch nicht sehen. Das sieht aus wie ein Lord. Es ist halt auch die Möglichkeit, man schwingt einfach rein und versucht über den Beatdown zu gewinnen. Ja, doch. Mit der Jette ist halt schwierig. Ja, wenn jetzt natürlich der Crater Maker auf der Hand wäre. Oder halt der Trashmaster. Ah, oh, das ist ein Chain Whirler. Chainwhaler, Alle ja. Gegnerkreaturen kriegen einen Damage und Ja, da musst du mal die Mutti schnell selber ja, beschützen. genau. Und alle Planeswalker und Spieler kriegen, glaube ich, einen Damage. Hier ist der Fun Fact. Ich weiß, dass der auf jeden Fall noch 3 Erstschlag hat. Ja. Und hier ist wieder ein Trick, in dem man den Goblin-Spieler reinlaufen lässt. Man blockt trotzdem, also man greift trotzdem ohne Schutz an, sagt dann, okay, Block, Schutz vor Rot, Erstschlagschaden kommt nicht durch, mein Schaden kommt durch und Da ich brauche muss nur man noch eine nur. Marke, um den zu removen, was sehr mächtig ist. Ja. Natürlich ist jetzt so ein bisschen die Mutti für eine Runde offen, aber hier kommt die Batterie an Ätherfiolen, die eben das abfangen können. Ja, jetzt hat auf jeden Fall der. Ja, der Goblin-Spieler hat ja nur noch die eine Handkarte. Ja, genau. Sieht nach Land Das. aus. Das sieht nach Land aus. Ja, also wenn der die so hält, sieht das nach Land aus. Port, das sieht so schlecht aus für Goblin jetzt gerade. Upkeep, Port. Ja, Die Port. ist No-Covered-Ebene. Ja. Eh nutzlos. So. Jetzt kann man halt einfach die Jitte connecten und. Ja, was man jetzt versuchen könnte, man könnte jetzt mit dem Skirk-Prospector blocken und den opfern. Oder eben Ja. den Munition-Exporter vorwerfen und opfern. Oder Double Block. Ja, für eine Mutti-Activation, falls man dann was Cooles von oben zieht. Uff, schwierig. Da hätte ich wahrscheinlich auf Block Opfer gemacht. Warum sind jetzt beide tot? Ah ja.
Constant Damage Portal. Ja, da war, glaube ich, ein Land, wenn ich es richtig gesehen habe. Das sieht nicht so wirklich gut aus. Ne, jetzt gerade, wenn ich, wenn da anfängt, sich auf 4 Marken hochzugehen, ist dann halt... Ja. Dann macht die Wald schnell aus. Ja, ja, da war noch ein Land oben drauf. Oh ja, auf 3 wäre auf jeden Fall noch gut was nachgekommen. Da wäre gar nichts mehr passiert, selbst wenn er den Containment Priest wegbekommen hätte. 1-1. Ja. Auch sehr, sehr cool. Ja, sehr, sehr cooles Matchup. Vor allen Dingen, da die Wastelands fast schon egal sind. Du agierst ein bisschen mit den Ports, aber dadurch, dass beides Wildecks sind, sind die farbigen Quellen nur relevant. Ja, gerade die Duels sind halt relevant, wenn man ja, okay, beim Goblin-Spieler, genau. Es ist ja kein monorotes Deck mehr. Ich sehe eine Aetherfiole, ich sehe einen Wasteland, ich sehe einen Port, ich sehe ein Duel bei Goblin. Ich sehe Aetherfiole, ich sehe 2 Ebenen bei Death and Taxes. Wenn Goblins natürlich wieder so einen Leckig-Start hinlegen kann, ja, das wäre krank. Aber ich glaube, das ist ein Aetherfiole-Start. Das ist ein Aetherfiole-Start. Aetherfiole Go. Aetherfiole Go. Halt mal verschiedene Artworks, kann man auch mal machen. Ja, das eine ist das Original-Artwork und das andere ist das From the Vault Artifact, glaube ich. Fragst den Falschen. Müsste sein. Beides voll natürlich. Upkeep Port. Ja. Hier passiert auf beiden Seiten nicht so viel. Eben eine Mutti, okay. Möchte man, glaube ich, ein Removal baiten. Ich glaube, hier will man ein Removal baiten. Aus dem Grund heraus, man hat noch eine Mutti auf der Hand. Ja. Und man opfert diese Mutti jetzt, um... Ja. Genau, man opfert diese Mutti jetzt, um eben Removal rauszuziehen. Weil den hätte man so oder so jetzt noch auf die andere Mutti gefressen. Und danach hätte man die Weil nicht mehr richtig benutzen können. Somit war das ein im Bauern, im Schach nennt man das, glaube ich, ein Bauernopfer. Ja. Im Bauern nennt man das, glaube ich, ein Schachopfer. Ja. Hier wird geportet wieder. Ja, jetzt ist halt die Frage, jetzt teurer. Kommt jetzt Goblins jetzt im Midgame-Plan. Ich sehe halt schon wieder eine Menge Länder. Ich sehe halt nichts, was effektiv aktuell rumkommt an Kreaturen, an Dingen. Jetzt wird halt schon zurückgeportet, ne? Das ist halt. Ja. Das ist Magic, meine lieben Freunde. Port, dein Turn Port. Ja. Ja, wie war das nochmal, wenn man Grisselbrand spielen kann? Wieso spielt man nicht Turn 1? Wieso spielt man nicht einfach Mutti-Turn 1? Richtig, ist ähnlich strong. Macht fast dasselbe. Ja, das stimmt, das stimmt. Dann noch ein Duel, noch ein Fetchland. Eieiei. Echt eine Menge Land auf der Hand. Und ja, Matrone. Matrone ist natürlich sweet. Ja, vor allen Dingen 1, 2, 3, 4. Da könnte man schon fast den Muxus oben drauf legen. Einfach in der Hoffnung, dass man bis dahin noch nicht tot ist und man den durchkriegt. Man könnte auch einfach warten mit der Fiole und könnte die End of Turn reinlegen, die dann auf 4 hochdrehen. Und dann könnte man die auf 6 hochdrehen. Aber den ganzen Ländern, die der Goblin-Spieler in der Hand hat, kann er den Muxus auch bis dahin einfach hardcasten. Ja, das ist halt. So, bis dahin kann er ein bisschen mit den Ports interrupten und hoffen, dass da nicht zu viel kommt. Mm. Auf jeden Fall eine Menge Interaktion, gerade weil es auch noch eine Menge Goblins gibt, die einfach sehr interessant sind, die man hier halt rufen kann. Da ist jetzt halt die Frage, spielt man das Land oder spielt man das Land nicht? Ich glaube, es wurde schon Land gespielt, oder? Ach so, ja. Ja, da kommt eine Talia oder eine Stoneforge. Stoneforge. Talias dürften Game 2 nicht mehr in dem Spiel. Stimmt, das ist total unnütz. Aber ja, wobei der Erstschlag kann schon gut sein. Ja, yeah, genau. Manchmal lässt man noch 1 bis 2 halt noch drin, je nachdem, welches Sideboard man hat. Ich glaube, ich habe sogar 2 drin gelassen. Aber sonst wenig. Jetzt noch eine Stoneforge mit einer Hirte. Stimmt, die Hirten sind aus dem Goblin-Sideboard auch komplett verschwunden jetzt, ne? Chain Whirler. Ja, da muss man die Mutti beschützen oder will man die Stoneforge behalten? Man beschützt die Mutti. Hier ganz cool, halt auch wirklich dieses Rumgetingel, sage ich mal, dass man erst angegriffen hat und somit halt den Den Undamage schon hat. Genau.
Plus man hätte auch, wenn man jetzt nichts für zwei reinweilen könnte, auf den Schutz vor Rot der Mutti noch diesen Goblin über drüber flashen können. Das war sehr sauber und sehr gut gespielt von Goblins hier an der Stelle. Mehr Basics braucht das Land. Da hat jemand Angst vor Wastelands. Oder möchte Foil Basics spielen. Also Foil ja, okay, er hat ja seine Schwarzquelle auf der Hand. Ne? Ja. Also Matronendrop, ja. Und dann kann man sich den Muxus... Man könnte Muxus, aber mein Muxus hat er gerade vorbeigescrollt. Er könnte jetzt auch den Lord nehmen, der für Goblin-Opfer Artefakte zerstört. Der könnte wichtig werden, ja. Ist die Frage, ob man die Goblins dafür hat. Das ist er, Trashmaster. Ja. Plus der Trashmaster haut auch halt zu. Mit der Fiole auf 4. Der selber ist 3-3 und gibt halt allen anderen Goblins +1/+1. Das heißt, der war 4 Mana, ne? Genau, er kostet 4 Mana. Das ist halt schon... Schon krass. So, ansonsten von der Devendexan habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen. Da ist ein Wasteland. Ich habe einen Karakas. Oh, da ist ein Sanctum Prelate. Den müsste man jetzt ja schon fast. Naja, bringt aber nichts, die Weile. Man Wastelandet. Go. Und der abgibt dann einen Prelate rein. Naja, man portet hier einfach nur. Oder das. Top. Weil man könnte jetzt auch warten, ob er die Weil hochtickt, und wenn er die Weil nicht hochtickt, könnte man den Prelate 4 rein. Tickt die Weil nicht hoch, aber irgendwie ist auch nicht geportet worden. Okay, Weil geht hoch. Da wird nicht geportet. Aha. Das ist jetzt interessant. Port dein Rotes. Okay. Nehme ich ein Dings in die Hand. Da kommt der Dicke. Das war schon irgendwie fast schon ein bisschen unsauber. Da kommt der Prelate jetzt rein. Dann Prelate Block Matrone. Jupp, die Matrone. Das war rot. Was sagt man hier mit dem Prelate an? 6? Oh, für den Muxus? Nee, ist Non-Creature. Ach, stimmt. Ja, man sagt 6 an. Gegen die, gegen die roten Force, genau. Fällt der Name gerade nicht ein. Stimmt, da war ja Non-Creature. Ja. Oh, ich vergesse das immer, weil er mich immer so hart. Ja, weil du spielst auch viel zu wenig Kreaturen, mein Freund. Ach, ich habe mal ein Deck gespielt, wo eine Kreatur drin war. Ja, das stimmt. Ja. Blockschutz vor Rot. Dann ist die Frage, ob man den hier opfert, um die Weile zu stören. Ja, macht man. Ja, sehr, macht ja sehr, sehr sonst keinen Sinn. Jetzt ist halt die Frage, jetzt... Gibt es halt schon wieder einen schönen Schiff. Und ja. Caracas. Das Stoneforge. Okay. Betterskull? Ich vermute fast. Weil Betterskull oder Spot of Fire and Ice. Spot of Fire and Ice könnte halt das Durchkommen garantieren. Aber ich glaube, man nimmt hier die Betterskull. Was hat der Goblin-Spieler dann noch auf der Hand gehabt? Ein Badlands und? Wenn ich es richtig gesehen habe, ist es der schwarze Goblin-Shooter. Das ist richtig gut. Schön zum Zeug wegräumen. Ja, ja. So, was passiert da jetzt? Ah, der war auch auf 4, ne? Ja. Der ist auch auf 4, was ziemlich strong ist. Ja, dann kann man hier noch... Einmal? Lecky? Nee. Nee, der Fiole. Ja, hier legt man jetzt den Shoot-Shoot-Goblin hin. Sling Gang. Sling Gang, genau. Das sind alles irgendwelche Gangs. Ja, es sind immer Gangs. Es ist nicht mehr der Siege Gang, es ist jetzt der Sling Gang. Weil er ist einfach besser als der Siege Gang. Ja, Siege Gang kostet einfach Mana zu benutzen und ist teurer und schlechter. Und der hier macht halt einfach Dinge. Ja, ja, da ist das schon besser. Da kann man jetzt auch einfach mit dem US-Schlag top. Darauf reagieren will man nicht. Dann die. Nee, dann spielt man LF-Weil. Ist man hier das Land auf der Hand zum Bluffen? Ich glaube, ja. Ja, vor allen Dingen, es ist im Endeffekt nur ein Wasteland-Target. Hm. Und es könnte relevant sein. Caracas? Mhm. Ja, falls man eine Talia droppt. Hm. Das sind Swords to Plowshares, wenn ich es gerade richtig gesehen habe. Das ist natürlich nicht bad. Nee. Damit könnte man das nochmal... Oh, ich sehe Fire and Ice, glaube ich, auch auf der Hand. Ich glaube, es sind alle Equipments auf der Hand. Natural Draw auf Fire and Ice. Was haben wir da jetzt zum Goblin? Das konnte es nicht sehen. Kaschwing mit allem. Huf. Nee. Da kann man jetzt halt Teochi B-Skull reinlegen. Damit einen Token, damit einen Token, damit den. Und gibt dem
Schutz vor Rot und dann... Swords. Yes. Gibt viel Leben, danach zerstört man die beiden kleinen Goblins. Die werden wahrscheinlich geopfert und in den Kopf geworfen. Aber ich habe noch nicht ganz erkannt, was auf der Hand ist. Sacrifice for Ping. Ja. Sacrifice for Ping, damit er auf dem Friedhof liegt. Dann kommt Sacrifice for Ping, Sacrifice for Ping. Ja. Die Stoneforge wird mal eh nicht los. Dürften aktuell 13 beide sein. Aber da kriegst du ja noch ein Leben dabei, ne? Ja, ja, geht dann ein Leben, du kriegst ein Leben. Müsste aktuell, wie gesagt, 13 beide sein. Dann für 2 Mana Kratermecker. Damit wird mal die lästige Dings auch wieder los. Abgeport. Dann benutzt man die Stoneforge. Legt die Biesko... Das Sophie. Ja. Weil wenn man hier ein Land zieht, kann man halt den Gegner dazu... Okay. Oder eine, noch eine Mutti legen. Ansonsten hätte man den Gegner hier dazu zwingen können, den Typen zu opfern. Mhm. Auch nicht bad. So kann man jetzt im Block auf Mutti-Aktivierung den Dude zerstören. Das ist aber auch schlecht, weil dann connected to Sophie trotzdem. Ja, hier wartet man einfach. Glaube ich. Ist halt jetzt interessant, weil jeder Fehler kann halt zu einem richtigen Swing führen. Upkeep Port. Ja. Caracas. Es ist eigentlich egal. Da wird dann jetzt die Jitte reingelegt. Ja. Weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. Weil du connectest jetzt schon wieder nicht mit dem Sophie. Ja, auf der anderen Seite gibt man dem Gegner jetzt das, den Punkt, dass der Gegner sich jetzt entscheiden muss, was von beiden macht er. Ja, das stimmt. Weil... Die dritte. Ja. Hm. Und mittlerweile auch eine beim Texas-Spieler. Ja. Puh, das ist ein langwieriges Spiel. Ja, auf der anderen Seite kann halt jetzt jeder Fehler vernichtend sein. Das finde ich das Interessante an so Spielen. Da Mishra. Hier wurde nicht die Badass-Gar reingelegt. Das heißt, hier wird man jetzt eine Quip durchführen. Die Jitte, ja. Ich hätte es schon geopfert. Ja, dann da will man absolut kein Risiko eingehen. Dann kann man... Oh, für 3? Okay. Alle Goblins kosten 1 weniger und haben Eile. Ist jetzt nicht so der Renner. Nee. Außer, dass er jetzt 5 Mana Muxus spielen könnte. Ja, aber nur 4 Mana hat. Ja, das ist doof. Ich weiß jetzt nicht, was gezogen wurde. Jetzt halt Sophie ist halt richtig schlecht. Plus, man kann jetzt auch halt die Betterskal runterlegen, wenn man geportet wird. Also jetzt kommt gerade so ein kleiner Swing. Das ist halt jetzt die Long-Turn-Games bei den Top-Deck von Goblins. Ne? Gewinnt halt einfach Death in Texas. Ja, ja, da kommt es auch wirklich so ein bisschen drauf an, was man Top-Deckt. Also wenn jetzt hier zum Beispiel einfach das Wolraths stimmt, das Wolraths Stronghold, das könnte man halt dauerhaft loopen, das wäre auch richtig strong. Oh, die ganze Zeit den Goblin Lord, der Artefakte zerstört. Genau, das würde halt das Spiel richtig hart rumreißen. Permanenter Ping mit dem 2-Mana-Dude. Ja, also wirklich eine Menge rumreißen. Gerade jetzt mit den Wilds auf demnächst 2, 3 und 4. Ja. Könnte man hier schon mal eine Vile of 6 hochticken? Hätte man, glaube ich, letzte Runde schon mit anfangen müssen. Ja, ich denke auch. Dass die jetzt in der Upkeep schon so weit wäre, ja, dass man den Muxus einfach auch reinknallt. Ja, Port. Ja, dann die Beastgirl, dann kommt der Token. Yes. Ist das der kleine Glitschige? Ja, natürlich ist der kleine Glitschige. Oh. Wunderschöne glitschige Token von tokensfromdg.com. Verdammt, ich habe es zweimal dieses Video gesagt. Da kommt ein Land, da kommt der Quip auf den guten Mann und dann kommt der Swing. Swing. Schutz vor Schwarz, Swing, damit auch ja durchkommt. Ja, dann kann man anfangen zu shooten, ne? Ja, man shootet den Eile Goblin. Ja. Zieht eine Karte. Wären die Lebenspunkte gerade mal interessant. Ja, wenn ich es richtig sehe, ist es auf 10. Oh, Lecky.
Da war auf jeden Fall eine Kreatur auf der Ja, Hand. die Frage ist, welche und ob man sie spielen kann. Lecky kommt halt niemals wirklich durch. Nee, nicht durch die Mutti. Nicht durch die Badass-Guy. Stimmt, die liegt ja dahinter. Ja, die zweite Reihe ist die Defense-Line. Ja, die D-Line, ne? Die Ja. macht eine ganze Menge. Zweimal habe ich wieder das Port getappt. Wahrscheinlich einfach, weil man hier schon fast aufgibt innerlich. Ja. Oh, oder doch nicht. Das kann man Jetzt natürlich auch irrelevant machen. ist. Nee, es ist. Doch, ist es. Man hat ja nachher Aber. keinen Mana mehr übrig. Boah, was. Da musst du eigentlich der Zoffi nehmen. Ich denke auch. Ich denke auch, dass du das so viel nehmen musst. Das ist halt bitter. Sonst ist es echt schwierig, weil die Badass-Girl ist zwar ätzend. Ja, aber die zerstört nicht deine Creature Base. Das Sophie pinkt halt nach und nach alles tot. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber da kann man auch einfach warten, Jetzt könnte man natürlich noch auf die Weil-Reaktion, auf die Ding, weil wenn die jetzt auf 3 hochtickert, muss man vorher zerstören. ja. Oder man wartet auf die Weil-Aktivierung. Ja, nee, weil Ach so, der ja, einfach angreifen wegen. muss. Er muss ja einfach nur angreifen, deswegen, das ist schon, man muss das hier machen, bevor die Weil auf 3 hochgeht. Weil wenn da eine Flickerbiss bei rumkommt, wäre das halt einfach vernichtend. Das stimmt. Ich glaube, ich habe es gar nicht gesehen. Hat da einer reingeschielt? Hat da einer Hallo gesagt? Ja, vor allen Dingen jetzt noch mit der Mischras offen. Oh. Ja, hier kann man halt jetzt mal richtig querlegen. Oder man haut einfach nur langsam, aber sicher mit der Badass Girl runter. Ja, mit dem noch Schutz Schutz für vor Rot und dann mit Rot. beiden rein. Ja, es sind 6 Schaden. 4 Leben für den Death and Taxes Spieler. Ja. Mischras noch offen zum Blocken. Mischras ist noch offen zum Blocken. Mutti ist noch offen zum Blocken. Mischras ist im Block ja 3. So 3-3. Da hat man wirklich die Blockopfer. Bellaskull geblockt. Das sind immer noch 2. Ja, bei das Skal blocken und dann noch opfern, funktioniert halt sehr gut. Ja. Aber damit man kein Live-Gain hat. Port in Schwarz. Oh, jetzt ein Top-Deck-Muxus wäre halt richtig ätzend. Wäre halt nicht spielbar. Nee, da hätten wir schon längst die Viererweil hochticken müssen. Ich hätte auch Angst davor, muss ich ehrlich sagen. Es wird aber auf jeden Fall irgendwas getan. Och, jetzt kommt wahrscheinlich so. Ja. Die Naja. vierte Fiole, nice. Dafür Das. spielt man das Playset. Boah, das will man halt gar nicht haben in so einem Nee, echt nicht. Aber Moment. dafür spielt man das Playset wunderschön. Oh, jetzt könnte man, wenn man näher ranzoomen könnte, so richtig schön gucken, welche schlechter ist. Ich glaube, die sind alle Nier-Mint gewesen. Boah. Nier-Mint Foiling muss natürlich sein. So, er wird geportet, und zwar die Mishra. Dann wird ein Port gelegt. Jetzt kann man Double porten, was nicht schlecht ist. Ja, schnürt Ja, den Gegner Schutz auf 4 vor Mana, Rot, 4 Leben Schwing ein. mit beiden. Ja. Block die Skull, Opfer. Boah. Jetzt würde ich Ätzend. aber echt schon die 4er-Weil auf 5 hochticken. Ja, 4er-Weil auf 5, 3er-Weil auf 4, 2er-Weil auf 3, 1er-Weil auf 1. Da wird das Port getappt Ja, muss man und hier. Stuhl. Hier muss auf jeden Fall. Nee, hier wird nicht hochgedreht. Und es ändert jetzt nicht viel. Ne, hätte nichts Man geändert. hätte ja trotzdem noch eine Weil auf 4 gehabt. Kommt da Ringleader. Ringleader. Matrone. Okay. Alter, der ist jetzt Aber, mal so ja. richtig schlecht. Aber man hätte auch eine Fiole auf 3 gehabt und hätte nächste Runde den Den Muxus Luxus gehabt, gehabt. den man jetzt, wenn man sich ihn jetzt sucht, erst in 2 Runden hat. Da kommt eine Okay, Flicker Flicker Wisp. Wisp. Die Viola auf 2. Ja, macht Sinn. Damit man sich jetzt kein Zweiergoblin raussucht. Auf der anderen Seite sind 2 Mana offen. Hier hätte man, glaube ich, einfach die Vierer-Pion nehmen müssen. Nein, mit dem Zweier-Goblin hättest du die Badass-Skull zerstören können. Jetzt noch. Oh ja, stimmt. Stimmt. Das ist die Sache. So, jetzt ist die Frage, ob man dann halt noch einen Ringleader sucht. Für nächste Runde. Für nächste Runde und dann halt damit rechnet, dass man Muxus findet.
Weil jetzt hat man wieder Blocker, weil die sind alle egal. Also bis auf den schwarzen Goblin, bis auf den die Siege Gang. Die. Doch, Siege Sling Gang. Sling Gang. Auf der sind anderen die. Seite weiß ich jetzt nicht, wie viele Leben noch übrig sind. Es dürften nicht mehr als 7 Leben sein. Und wenn man hier dem Germ-Token Schutz vor Rot, Schutz vor Schwarz gibt und mit der Flickerwisp angreift, ist man halt bei 7 Damage. Ei, Und ja. ich weiß jetzt nicht, wie viel Leben man effektiv dadurch bekommen hat, dass man an und geopfert hat, weil man kriegt ja trotzdem immer wieder einen Damage durch den. Es waren bestimmt 3, 4 Angriffe. Ja. Das wäre wieder der Nachteil, Entschuldigung dafür, dass wir die Kamera da ein bisschen kacke gehalten haben. Und ich deshalb auch die Lebenspunkte nicht nachvollziehen kann. Deswegen kann ich sie auch nicht später rein identifizieren. Es tut mir leid. Ja, wieder so ein Spiel, wo man unten am besten so einen Balken mit Schraubzwingen am Tisch festmacht. Ja, generell finde ich, müsste man da mittlerweile mal so bessere Orte haben. So eine doppelte Matte wäre cool, aber die kostet leider Geld. Ja, vieles kostet Geld. Ja, leider. Aber was hat er jetzt gesucht? Noch eine Matrone? Ich habe nicht drauf geachtet. Ich weiß gar Ich nicht, ob er sie glaube, auch noch eine gezeigt hat. Matrone. Die gibt es mit Shooting Star? Ja, kosten, glaube ich, 200 Batschmich. Wow. Genau wie die anderen Goblins mit Shooting Star, die da sind, zum Großteil einfach irgendwelche Promos sind, FNM-Promos oder sonst was. Ja, okay, Death in Texas hat jetzt all the. Wow. Wow, ja, das ist eine fette Flickerwisp. Ah, ist eine 7-Flicker. So kann man den Damage auf 9 erhöhen, tatsächlich. Indem Ja. man jetzt Schutz vor Rot, Schutz vor Schwarz gibt und reinschwingt. Ja, oder man greift einfach nur mit der Flickerwisp an. Ja, 9 für 9, das ist halt. Uff. Das ist halt übel viel Leben. Ja, jetzt muss man schon rechnen. Da wird noch einmal geportet. Die geht auf 2. Die wir halt jetzt auf 6. Ja, ich hätte halt schon längst die eine auf 6 gelegt. Ja, ich denke auch, dass das tatsächlich der bessere Weg gewesen wäre. Weil klar, du hast nur einen Out auf 6, aber wenn der aufs Board kommt, ist halt. Ja, ist halt meistens rum. Sehe ich ähnlich tatsächlich. Auf der anderen Seite hat man jetzt halt noch möglichst viele Varianz mit drin. Jetzt kann man natürlich die Die Matrone. Matrone. Ah, alle Uh. kriegen das eins als eine Eile. Matrone. Ja, jetzt wäre natürlich der Muxus nochmal eine Nummer stärker, weil der Muxus dann auch noch Eile hält und angreifen kann, theoretisch. Boah, und dann schlägt man einfach so hart zurück, da der Gegner nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Ja, das war jetzt der Plan. Auf der anderen Seite jetzt mit Ding. Uff. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt noch irgendwas drin ist, was ihn jetzt nach dem aktuellen Stand rettet. Ja, ein zweiter davon, damit man mehr als 1 Token hat, die man Ja, aber die schießen Flickerwiss kann. fliegt einen trotzdem tot. Ja, und vor allem, weil sie halt 9 Leben gibt. Ja, das Ja, hat man, glaube ich, okay. gerade auch Ja, ihr wird realisiert. wahrscheinlich gerade. Da sind die Dings. Man muss die Better Skull jetzt loswerden. Frage ist, ob man das noch kann, weil man hat kein Mana mehr offen. Ja. Und ich glaube, alle Kratermaker sind benutzt worden. Man hat nur einen Trashmaster drin. Ich glaube tatsächlich, dass das hier, wenn man jetzt die Fiole nicht hochgetickt hat, das hier der beste Ist Move die ist. Frage, sind die Muxus jetzt in dem Spiel überhaupt noch drin? Ich habe gerade eben beim Durchsuchen auf jeden Ja, Fall hast du einen mindestens gesehen? einen gesehen. Okay. Ich glaube auch nicht, dass du ihn dir so ein Match rausnimmst, weil was will der Gegner großartig machen? Er will sie swarden, er hat seinen Effekt schon. Ja. Karakassen, be my guest. Ja. Stimmt. So, jetzt kommt die Gang rein. Ja, Der bringt noch eine zwei Sling Gang. Token mit. Also ist die Frage, jetzt weiß man halt wieder die Life-Total nicht, aber der hat ja schon mindestens 8. Nee, 4, 8, 7. 7. 7 durch die 7 Ding durch die gekriegt. Flickerwisp und einen Angriff hat er. Nee, da wurde ja reingeopfert, Genau, stimmt. da wurde öfter reingeopfert, tatsächlich. Uff. Okay, hier geht man einfach rein. All in. Okay, hier ist ein Fehler. Mit dem hätte ich nicht angegriffen. Ich hätte mit einem der beiden Sling Gangs nicht angegriffen. Uff, ja. Weil das Problem jetzt ist, man hätte Damage machen können. Und das wäre eine Menge Damage gewesen. Man hätte 8, 11 Damage machen können. Und danach mit den Sling Gangs den restlichen noch rumschießen können. So hat man jetzt das Problem, dass man, wenn man mit den Sling Gangs schießen muss,
Vorher den Damage wegnimmt. Also den glaube, Combat Damage. Auch, ja, genau. Und ich glaube, das wird jetzt auch gerade realisiert. Ja, und der Gegner kriegt halt noch Leben, aber das könntest du theoretisch auch noch wegsacken. Ja, mit einem Sling Gang nicht angegriffen und mit dem Lord. Ja. Weil der Lord, den reinzuhalten, ist halt auch Schwachsinn. Ja, auf der anderen Seite macht er halt dafür, dass er sonst nur einen Damage machen würde. Es ist so voll okay, weil... Ja, okay. Sonst werden zu viele Goblins geblockt, die durchkommen können. Ja, und es liegt nichts mit ersten Schlag da. Genau, es ist einfach nur ein einziger von den Sling Gangs hätte nicht angreifen dürfen. Ja, wobei einer... Ja, Schutz vor Schwarz, beide. Ja, man hätte dann halt nach dem Combat Damage die anderen Kreaturen noch opfern können, die man jetzt nicht opfern kann. So, wichtig ist halt hier, dass man halt den Lord opfert, weil man sonst wieder Leben kriegt durch die Flickerbiss. Und das Ganze, ja man realisiert das hier, das war kein guter Angriff, es war so das letzte Aufbäumen, es war aber nicht gut genug. Nee. Defen 6 ist 2-1. Überraschend. Cooles Matchup. Cooles Matchup. Es macht mega Spaß, bei sowas zuzugucken, finde ich immer wieder. Das Game 1 war halt geil. Ja, kommt drauf an, auf welcher Seite des Tisches man saß. Ich fand's geil. Das dachte ich mir. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.